Ah, schaut gut aus. Krebst denn du schon wieder rum? Ja, zum Questziel laufe ich halt. Bist denn da langgelaufen? Ich war jetzt gerade drin AFK. Auf den Pilz muss man springen. Ach. Okay. Und auf der Lichtung seht ihr einen super duper mega böse aussehenden Taub. Und er blutet. Und er ist wie ach, was auch immer, er ist böse. Ihr wisst, dass er böse ist. Er sieht böse aus. Ha! Ja, das ist ein krass böser Baum. Um ihn herum stehen lauter Skelettmagier! Sie greifen an! Verteidigt die Wurzeln! Die blutigen Wurzeln! Wir müssen einen Helden töten! Dem bösen Baum machen eure lächerlichen Fernangriffe nichts aus. Ihr müsst wohl näher ran, um es dem bösen Baum im Nahkampf zu zeigen. Ah ja. Wow. Blutet der Baum etwa? Das ist voll Metal! Voll Metal! Moment! Blutet das Holz immer noch, nachdem es vom Baum gehackt wurde? Wie kann das sein? Und wieso blutet der Baum überhaupt? Das ergibt doch alles keinen Sinn! Habt ihr nicht gemerkt, welch gruselige Atmosphäre ich geschaffen habe? Es ist ein böser Baum, du Idiot! Er wird immer böse Dinge tun, wie bluten und so! Es steht sogar... Ja, das sollte gehen! So Mann! Das. Ja, ich hab ich jetzt nicht gewusst! Ja, das kann man sich denken, ist immer so in Spielen! Spiele um nicht zum Dinger. Eine düstere. Du weißt schon. Ah, der Ort. Du bist ein Call of Duty-Spieler quasi. Wiedergeburt? Ja, perfekt. Unsere düstere Wiedergeburt steht bevor, Geschwister. Full Metal. Sowas von. Ja, ich spüre es. Unser finsterer Dämonengott Zygaxis ist zufrieden. Seht nur, wie er uns mit krasser neuer Ausrüstung segnet. Heil Zygaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name. Danke. Wir belohnen dich mit einem Song. Mach deine Ohren und deine Seele bereit. Heil Zygaxis! Geheiligt sei sein finsterer Name. Ihr spürt, wie die finstere Macht der finsteren Akkorde böse in eurer Herzseele erklingt. In meiner Herzseele? Genau, danke! Es funktioniert! Die Musik ist so krass-Metal, dass sie ruft der Blick Tote weg! Was passiert hier gerade? Die Macht des Metal beschwört die toten Jungs. Oh, na schön. Wir sollten das womöglich aufhalten, oder? Womöglich. Ihr könntet die Fachmachtkiste nachholen. Du meinst die Box. Was für ein dämliches Wort. Box. Ich würde sterben. Komm schon zurück. Du hast eine wirklich tolle Leiche geschaffen. Ehrlich. Ich werde frei sein. Hä? Nein, werde ich nicht. Diese Fans werden langsam echt aggressiv. Echt jetzt? Warst du doch nie in einem Mauspit? Sowas von Aggro. Die Untoten ziehen sich zurück, aber nicht alle. Oh, Moshpit, ja, da war ich schon lange nicht mehr. Das Publikum tobt ein bisschen weniger. Nur
könnte jeden Moment angegriffen werden. Verteidigungszeit! Los! Verteidigungsring! Oh, gern geschehen. Ah ja, ich sehe gerade wieder nichts. Gar nicht, ich hau so drauf zu. Bei seinem unheiligen Namen. Unser Song war so Metal, dass wir die Toten erweckt haben, Leute. Oh, ich meinte, ja, das war verdammt cool oder so. Ihr stinkt! Nein, ihr stinkt, Archon! Lady Infernum nicht. Ich mach das. Ach ja, wir haben gerade die Toten auferstehen lassen. Was habt ihr so drauf, du Kacklappen? Wirst du gleich sehen! Dafür brauche ich nur die Hilfe des Abenteurers! Oh, oh Gott. Schön. Na los, hilf ihm. Das wird amüsant. Wir sind Plaguer der Apocalypse. Und du kennst uns bestimmt. Wir sind legendär Metal. Nur halt... Ich fasse es nicht, dass du diesen Losern von Talons of Boneflesh geholfen hast. Aber hey, ich mach sie mit echter schwarzer Magie fertig. Ich habe diese Seite aus dem Grimoire meiner einer mächtigen Hexe gestohlen. Der Zauber heißt Höllenhammer. Du musst nur die magischen Reagenzien dafür besorgen. Hier, nimm. Ich gehe davon aus, dass ein Abenteurer deines Kalibers keine weiteren Erklärungen dazu braucht. Ich kenne zwar alle erforderlichen Reagenzien und ich habe es daheim mit geeigneten Ersatzstoffen versucht. Davon ist aber nur mein Frühstücksgebäck verbrannt. Mhm. Weg da! Weg da! Ich brauche meinen Freiraum! Der Viech da, weg, du, weg, du, ich brauche meinen Freiraum. Ja, ja. Das ist ja ein schlechtes Viech. Also keiner Ersatz für den Totenschädel. Ja. Ja, ich liebe dich! Weshi. Ja, brav, brav. So, wo haben wir denn meinen Mörser? Ah, da habe ich keine Munition. Irgendwie nichts nice. Jetzt halt. Mein Gott. Vorhin auch noch. Tod macht dich. Oh, mein Pilzgefährte, ja, braver Bull. Tada! Du bringst jetzt Golem aus. Was? Ich bin so froh, dass du gespawnt wurdest. Ich muss leben, um zu ernten. Erlebe meine Erhabenheit! Ich bin ein sprechendes Skelett. Ich bin ein sprechendes Skelett. Geh mal rüber. Besten als wegmörsern. Mhm. Dieser Obelisk wird eine Pilzmonstrosität heraufbeschwören. Oh, einen fiesen Fungus, einen nicht ignorierbaren Sporenschrecken! Obelisk. Ich brauche erst mal Munition. Oh, jetzt sollte man doch wieder eben geht zur Link. Ich bin's von dir auch.
Also ich nicht zu verschauen mit der Granatwürf. Ich schieße einfach bloß Wallace darauf hin. Ich werde schon treffen. Das Herz eines Königs. Irgendwie logisch. Im Herzen wohnt die Feigheit. Ich habe es mit der Schachclub-Trophäe meines älteren Bruders versucht. Er ist so ein Weichei. Ich hasse ihn! Okay. Jetzt da weiter über die Brücke wahrscheinlich, oder? Nein, die Brücke, ne? Ja, du, oder? Na. Nein, wieder zurück. So. Zurück ist besser. Oh, blau lässt er schon liegen. Der feine Pinkelmann. Ja. Money, money, money. Ja, für Bosen. Brauch kein Geld nicht. Ja, wie ein Echtling. Dann noch sitzt er drauf und dann weiß er nicht, für was er es ausgeben soll. Ja, eben. Geld war noch nie ein Problem in dem Spiel. Ach, wenn man ordentlich shoppen geht schon. Der schwarze. Oder unten rum? Unten? Der schwarze Brater von Feuer und Niedergang ist bei mir. Oh je. Du bist nur Brennholz. Strom für alle. Willkommen in der Familie. Willkommen in der Familie. Hirn. Oh, Gedanken eines Tyrannen meint übrigens das Hirn eines Tyrannen. Und ja, das wusste ich natürlich. Ich habe es mit einer passiv-aggressiven Notiz meiner Mama versucht. Und wo wir gerade von Tyrannen reden, ich hasse sie! Ach, komm mal jetzt auf so einen. Ja, ich bin jetzt da am besten. Wieder zurück. Bin ja gespannt, wie lange was das Abenteuer dauert. Ja. Na gut, momentan machen wir ja Nebenaufgaben. Ja, da wollte ich die Frage, möchtest du komplett alles machen, also inklusive Nebenaufgaben oder bam 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 durch? Ich weiß noch nicht, ob ich komplett alles machen möchte. Mal schauen. Was sag mal. Kenn ich die? Egal. So, das ist nicht wählerisch. Ey, du kleiner Zwerg. Na, Ski. War eigentlich nicht gedacht. Ui. Das ist ja wie ein Dark Souls. Die falschen Truhen. Ja gut, das hat doch in Borderlands auch gegeben, oder? Täuschen mich meine Augen, oder sind es deine? So leicht kann man mich nicht aufhalten. Ich sehe die Gegner aber nicht von lauter Geblitze und so. Geht mal genauso. Das war nett. Natürlich, seine Augen. Was auch sonst. Das war mir natürlich klar. Ich habe es mit der Lupenbrille meiner kleinen Schwester versucht, mit der sie ihre Puppen bemalt. Mom ist immer auf ihrer Seite. Oh, ich hasse sie! Du scheinst alle benötigten Reagenzien zu haben. Komm zu mir zurück. Ich muss diesen Opfern zeigen, wie Metal Blade Red Apocalypse wirklich ist. So, das geht zu mir. Heute sterbe ich nicht.
Leider. Ja, wo denn? Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Warum irgendwas nicht beständig ist? Kapier das nicht. Hier, Gaben. Hey. Genau so. Bleib die Schwammerl. Meine leichteste Übung. Ach, du bist meiner. Voll ab der Schwamm. So, jetzt ist aber. Oder nicht. Düngst du wieder die Felder? Tja. Du wieder gefurzt. Ach Gott. Ja, ein bisschen schaut man schon die Begleiter. Ja, ja. Gut, ich hab zwar immer noch nicht den Sinn von meinem Schwammerl verstanden, außer dass er rumfurzt. Er düngt die Felder, hat's gesagt. Ja. Immerhin. Ich kann's wieder zurück. Oje, wie geht das jetzt aus? Garantiert nicht gut. Gut, der Kessel ist bereit für deine Reagenzien. Wirf sie rein, damit ich meine schwarze Magie wirken kann und so. Und der Mörse ist gelohnt. Tritt lieber zurück. Du bist sicher nicht bereit für den krassen Metal-Scheiß, den ich jetzt machen werde. Aha. Es geht mit einem total kranken Solo los. Ihr steigt dann einfach danach ein, okay? Dämonengötter! Seht ihr das? Seht ihr, wie verdammt Metal ich bin? Tja, die Entscheidung, wer die führende Metalband ist, fiel durch Selbstverbrennung. Auch wenn das als Todesart echt voll Metal ist. Mhm. Ja, also als Metalhead fühle ich mich dezent verarscht. Hey, also, was war da los? Wir haben versucht, diesen Zauber mit der Macht des Metal zu wirken. Und dann haben sie diesen Song gespielt. Nichts für ungut, der war echt krass. Aber dann sind alle verbrannt. Ziemlich cool, was? Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Wir sind offiziell die krasseste Metalband der Welt! Wir sind so Metal! So unfassbar Metal! Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Die krasseste von allen. Ich gebe dir jetzt deine Belohnung. Für deinen Dienst im Namen der krassesten Metalband der Welt gewähre ich dir die ultimative Belohnung. Du darfst das Menschenopfer für unseren Dämonengott Zygaxis sein. Die Band stürmt mit dämonischem Zorn in ihren Augen auf dich zu. Dir bleibt nichts anderes übrig als zu War ja irgendwie klar. Na toll, jetzt hast du es geschafft. Ohne einen Körper, von dem ich Besitz ergreifen kann, kann ich auch kein dämonisches Chaos anrichten. Zygaxis, nehme ich an? Tut mir leid, aber die wollten mich umbringen. Du hast recht. Es war nicht deine Schuld. Ich schätze, du wolltest nur helfen. Ich werde dich für deine Mühen belohnen. Aber zuvor immer dir gefallen. Musst du mir noch einen Gefallen tun. Was will denn der Schwammerl da rumrennen vor meinem Gesicht? Oh, was ist denn Müll?
Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Die. Okay, so läuft's. Ich brauche einen neuen Körper. Mir zu helfen ist das Mindeste, was du tun kannst. Ich hatte nicht vor, diese Metal-Fans zu töten, aber dann kamen sie auf mich zu und so. Und dann war's erledigt. Ja, das passiert hier öfter. Zuerst müssen wir das schattengeborene Grimoire finden, damit du meinen wahren Namen aufsagen kannst. Komm nach Prachthof. Und er teleportiert sich mit einem dämonisch-magischen Puff davon. Warte, Ziggylein! Er ist schon weg. Wieso sagt er uns nicht einfach seinen wahren Namen? So machen Dämonen das nun mal nicht. Fred, ist doch so, oder? Dämonen machen das in der Tat nicht so. Siehst du? Sag ich doch, Dummchen. Mhm. Na gut, schauen wir das. Ja, immerhin schon fast Level 14. Wo gibt's in der Gegend? Kurz mal schauen. Oh. Da. Mit Lumpfine sprechen wir jetzt. Lumpfine. Wo ist die? Ich muss eine Schlumpfine. Ach Gott, da hinten. Also rechts rum und dann Süden. Ich folge deinen Weg. Ein Opfer mehr für den Seelenturm. So leise gewöhne ich mich ans Töten. Guter Renn. Immer die Schwammerl, furchtbar. Puh, so, weiter. Hä, schießt du einer? Du bist lustig gestorben! Hä? Verlauf oder wie? Na, du. Krieg dich schon noch. Das Munition eingesammelt für meinen Mörser. No. Thema erledigt. Es geht schnell, ja. Artillerie. Was trifft der Mensch wieder? Die kleine Wolkenstände, da habe ich Angst, dass ich vergift. 14, ja. Aber ich muss sagen, der Raketenwerfer macht gute Dienste. Ja, anscheinend hat er keine Nachteile, ne? Na?
erledigt. Post. Mist, keine Munition mehr. Tod wird ja so stolz auf mich sein. Das wird niemals langweilig. So, jetzt haben wir 14 Schnellpunkte verteilt. Jetzt schon wieder 14. Ja. Gelick. Nee, oder was? Na, ungefähr nur ein Viertel weg. Komisch, vorher warst du voraus. Gott, was nehmen wir denn? Na, gut, ein Viertel noch. Du 14.